Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge, zur letzten Folge, also letzten für den Sonntag, auf der Stammbach. Eine wunderschöne wünsche ich euch. So, ich bin natürlich immer noch dabei, Gras zu schwaden, also Heu zu schwaden, so ist richtig, nicht Gras, Heu. Das wollte ich heute eigentlich noch in Pellets pressen, ne? Aber glaube, das wird nichts. Glaube, das wird nichts. Müssen wir mal gucken, wie wir tun. Theoretisch könnte man auch Ballen pressen und die Ballen dann in den in dieses Krone-Gerät reinwerfen. Dann wird auch Pellets draus werden, aber nee, das Aufwand ist einfach zu krass. Wir werden aber mal gucken, ob der entweder der Johnny oder der Fendt, einer von beiden, ob die stark genug sind, um zu grubbern oder... Ah, irgendwas ist fertig geworden gerade. Der Grubberer ist fertig. Sehr schön. Mag diese grünen Anzeigen von CP, ne? Ich mag sie einfach. So, können wir gut sein lassen hier. Wir haben natürlich noch ein Feld, gar kein Problem, aber da kommen wir gleich zu. Erstmal müsste ich jetzt gucken, wo ist denn der Case? So, der Xeron. Er fährt seine Bahn, sehr gut. Der Case, wir müssen nochmal nacharbeiten. Also ich glaube, eine Bahn müssen wir noch nachziehen. Weil das halt nicht optimal läuft. Jedes Mal nicht optimal läuft. Wobei, das ist wirklich sehr, 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 sehr wenig. Oder überschaubar, was man da nachziehen muss. Hier ist ein bisschen und... Ja, diese Bahn werden wir mal unterziehen müssen. Also da geht kein Weg dran vorbei wahrscheinlich. Genau, hier ziehen wir einmal eine Bahn runter. Das ist einfach ziemlich genau am Feld oder am Rand des Feldes. Da hat er ein bisschen Probleme, aber sonst... Muss ich wirklich sagen, bin ich sehr, sehr zufrieden mit der Leistung. Sehr zufrieden. Was ist hier oben? Muss man hier oben auch nochmal nachziehen? Ja, müssen wir auch nochmal nachziehen. Okay, das heißt, einmal außen rumfahren. Gar kein Problem. Haben wir das auch mal gemacht, wieder mal, ne? Und dann kann der nicht schon aufs nächste Feld. Wir müssen einfach mal gucken, wegen den PS-Anzahlen, ne? Weil vielleicht können wir mit dem Case auch schon gleich anfangen mit den Heu-Pellets produzieren. Damit wir irgendwie mal irgendwo was abgeschlossen haben. 103.000 haben wir am Konto. Drescher könnten wir noch verkaufen, habe ich heute in einigen der Folgen schon gesagt. Der Drescher kann auch weg und dann vielleicht gleich in den Häcksler investieren. Wenn wir jetzt sowieso alles Mais machen, dann haben wir sehr viel Zeug, was gehäckselt werden muss. Sehr, sehr, sehr viel Zeug. Ich habe gerade gesehen, da ist noch eine kleine Spur in der Mitte des Feldes. Machen wir jetzt auch gleich weg. Das muss ja nicht sein, ne? Klingt einfach so geil, der Case, das ist unfassbar. Weil übrigens gefragt wird, ne? Also in der Videobeschreibung findet ihr eine Modliste. Und in dieser Modliste sind so ziemlich alle Mods drin. Und wenn irgendwas nicht drinstehen sollte, dann fragt mit dem Hashtag Paul, also einfach Hashtag Paul und dann, was ist das für ein Grober zum Beispiel und so weiter. Ne? Das könnt ihr gerne machen. Weil der Paul ist derjenige, der die ganze Modliste schreibt. Und der alles im Auge hat und immer guckt, ja, neue Mods, ja, nein und so weiter, neue Mods einfügt. Kann natürlich sein, wenn Mods fehlen, was auch schon vorgekommen ist, dass die Teil eines DLCs sind. Mich hat mal jemand gefragt, wo ich diesen großen, weiß ich nicht, irgendeinen Gruber her habe und dann war der nicht in der Modliste, weil der zum Platinum-Addon gehört hat oder zum irgendeinem DLC gehört hat. Also da muss man ein bisschen aufpassen. Das ist nicht, weil der Paul irgendwas vergessen hat, sondern weil diese Sachen einfach in irgendeinem Package enthalten sind. Das ist halt leider so. Ist ein Problem, Junge? Gar kein Problem. So, okay. Das und das und das und das. Das wird langsam, ne? Den Motorsound auch so geil, ne? Der ist richtig so ein, so ein richtig guter, kräftiger Motor. Das hörst du auch raus.
geile Dinger. Auf alle Fälle richtig gut. So, der Xeron arbeitet auch noch. Also das, wie gesagt, ich bleibe bei meiner These. Ich finde, gezogene, / angehobene oder anhebbare Geräte sehr viel besser als die rein gezogene. Ich habe wahrscheinlich gezogene Geräte, so wie zum Beispiel den Schwader. Das ist ein gezogener, aber den fahre ich auch selber. Das ist gar, wenn du Sachen selber machst, selber fährst, dann passt das auch, ne? Aber ich gehe nicht davon aus, dass ich jetzt alle Felder selber ansehe, angrobere und so weiter und so fort. Das wird nicht passieren, weil da habt ihr keine Freude dran, ich keine Freude dran und deswegen machen wir es auch nicht. Die Grasgeschichte ist eine Geschichte, die sehr, sehr schnell funktioniert. Und deswegen ich die auch sehr, sehr gerne mache. So, jetzt gucken wir mal ganz fix nach den PS-Zahlen, ne? Und zwar, es ist so, ich muss entweder die Sämaschine oder den Grober ersetzen, nicht ersetzen, sondern ein anderes Fahrzeug vorspannen. Der hat 200 PS, das ist schon mal eine gute Ausgangsbasis. Ja, siehst du, für die Sämaschine brauchen wir zum Beispiel nur 100 PS. Das ist schon mal sehr, sehr gut. Und für den Grover braucht man 220. Okay, der Grover müsste bleiben, aber den Xerion, den können wir tauschen. Okay, das heißt, wir fahren mit dir jetzt mal zum nächsten Feld, damit du mal weitermachst. Aber der Xerion kann getauscht werden. Das ist schon mal sehr gut. Dann können wir nämlich mit dem Xerion ein bisschen Heupellets produzieren. So, haben wir dann... Was ist denn das für ein Feld hier? 70, Feld 70. Gucken wir mal, ob wir hier schon was haben. Ansehen. Ja, prinzipiell ist das gleiche Prozedere wie vorher. Okay. Dann brauchen wir jetzt den... Ja... Das heißt, eigentlich müssen wir den jetzt tauschen, ne? Das heißt, im Umkehrschluss, theoretisch, nee, können wir noch nicht machen. Da müssen wir zuerst mit dem hier fertig machen, weil der Johnny, der muss nämlich dann die Geschichte mit dem Saatgut und mit dem Dünger übernehmen. Ne? Das heißt, wir müssen zuerst das hier fertig machen und dann das nächste erst machen. Und ich glaube, wir müssen hier zusammenklappen, weil das geht sich nicht aus zwischen den Bäumen. Alter, haben wir ja weit rausgezettert, ne? Krass. Das ist ja schon krass, du. Ist er noch nicht fertig, der Xerion? Oh, muss aufgefüllt werden. Was fehlt denn jetzt schon wieder? Kein Saatgut mehr drin. Och, Mann. Ja, sofort. Sofort, sofort, sofort. Ich kann mich nicht teilen, Jungs. Das geht doch mal nicht. Bin gespannt. Aber ich glaube, mit dem Xerion pressen ist auch eine geile Sache, ne? Weil der ist halt sehr, sehr wendig, der Xerion. Weil der hat ja auch diese zweigelenkten Achsen. Das heißt, vorne die normale und dann nach hinten hin eine gespiegelte. Heißt es gespiegelte? Ich glaube schon. So, dass er wirklich in sehr, sehr enge Kurven reinkommt. Also, das würde, glaube ich, schon... Wird schon geil. Ich weiß nicht, ob wir es heute noch schaffen. Glaube ich nicht. Aber für morgen, ja... Wie viele Bahnen, glaube ich, sind das 3, 4 Bahnen jetzt noch? Das habe ich halt gemeint, ne? Der Johnny ist nicht lange nicht so wendig wie der Fan zum Beispiel. Ich finde,
Vielleicht täusche ich mich auch, aber ich finde den Fendt wirklich sehr, sehr wendig. Aber warte mal, jetzt machen wir mal die Gegenprüfung. Wie viel PS hat denn der Johnny eigentlich? Vielleicht können wir den Fendt auch so lassen und wir werden nur den Johnny manövrieren. 209 PS, das können wir eigentlich auch machen. Das können wir eigentlich voll machen. Das heißt, der Fendt bleibt an seiner Position und der Johnny wird dann säen. Da müssen wir nicht lang umbauen, weißt du? So, einmal noch und dann, glaube ich, ist es erledigt. Der Fendt hat auch ein Gewicht dran, ne? Das heißt, wir müssten praktisch das Minion-Gewicht müsste man jetzt an den Xerion bauen. Ja, können wir eigentlich auch machen. Können wir eigentlich auch machen. So, zusammenklappen. Jetzt müssen wir uns eine Stelle suchen, wo wir jetzt kräftig umbauen. So, wir werden jetzt schon mal jetzt ganz kurz den Kuss sneaken vom Kollegen Xerion. Der hier. Na, weil der würde den übernehmen jetzt gleich. Okay, wir müssen mal ganz kurz die Straße sperren. Ganz kurz. Zack. Ist jetzt vielleicht ein bisschen overdressed, kann sein, ja, aber muss leider so. Alter, guck dir an, wie dreckig der ist. Bah! Du hast auch keinen Bock mehr, ne? Ja, seht ihr schon. So. Ich hoffe, das System geht auf, aber ich glaube schon. Wenn man richtig ranfahren, weißt du? Das ist immer so ein bisschen problematisch. So, Dünger ist noch drin. Müssen wir aber auch auffüllen demnächst. Okay. So. Ah, der ist falsch eingestellt. Okay, warte kurz. Lass mal komplett voll machen. Würde ich schon sagen. Dann wechseln wir wieder. Dann fahren wir nochmal vorwärts ran. Und dann ist die Maschinenhochzeit schon geglückt. Ach, fahr doch vor. Sag mal. Oh. Das ist halt, wenn du alles doppelt und dreifach belegt hast, ne, ist halt echt schwierig teilweise. What? Warum ist da nicht mehr Saatgut? Ah doch, Dünger. Hä, füll doch auf. Nein, 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 nein. Alter. Jetzt aber. Okay, so. Dann müssen wir da wieder rein. Und dann sagen wir im nächsten passenden Punkt weitermachen. Ja. Das wäre nämlich hier. Und sag mir, wenn du fertig bist. So. 3 Minuten, sagt er. Ja, läuft. Okay, das müsste eigentlich, müsste passen. Läuft. Okay, cool, 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 cool. Das heißt, wir machen hier weiter. Fahren mit dem Ding erstmal weg. Da wird der Xerion erstmal gewaschen und dann, ja. Haben wir doch sehr viel erreicht heute, ne? Boah, die Einfahrt ist auch gerade so ausreichend, ne? Meine Güte. So, jetzt wird erstmal gewaschen und dann geht's morgen bereits weiter. Liebe Leute, wir sind fertig für heute. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wir haben große Pläne für nächste Woche. Große Pläne.
freue mich, wenn ihr wieder dabei seid. Gerne auch den Kanal kostenlos abonnieren, wenn ihr kein Video verpassen möchtet. Ich hoffe zumindest, dass YouTube das so macht. Ich liegt leider nicht in meiner Macht, aber ist trotzdem immer wieder eine Empfehlung wert. Und ja, bis schönes Wochenende noch. Bis morgen. Macht es gut. Ciao, ciao.